Hi Freunde, die neue Saison wirft ja ihre Schatten voraus und der VfL startet ja in 8 Tagen in die Saisonvorbereitung. Und ich dachte mir mal, aus dem Grund fahre ich mal heute nach Sittard, weil auf der Homepage von der Fortuna habe ich leider keine Informationen bekommen. Da ist nichts aufzufinden und habe ich mir gedacht, dann fahre ich mal runter und gucke mir mal das Stadion an. Ja, dann zur Fortuna. Das Stadion der Fortuna hat ein Fassungsvermögen von 12.500 Zuschauern. Die Mannschaft von Sittard konnte sich in der letzten Saison in der Eredivisie am letzten Spieltag auch den Klassenerhalt sichern und so den Abstieg verhindern. Ja, im Team der Fortuna ist sogar ein Altbekannter. Seit der letzten Saison ist unser ehemaliger Goalie Felix Dornebusch bei der Truppe, der bei uns von 2013 bis 2019 bereits gespielt hat. Zur Parkplatzsituation selbst: Wer mit dem PKW am Testspieltag anfahren will, hinter dem Stadion befinden sich einige Parkplätze, um dort sein Auto abzustellen. Die Anreise mit Bus und Bahn ist natürlich einerseits möglich von Bochum über Venlo dann Richtung Sittard zum Bahnhof, oder andererseits besteht auch die Möglichkeit, mit einem 9-Euro-Ticket von Bochum bis nach Sittard durchzufahren. Da muss man allerdings dann in Gallenkirchen aussteigen und umsteigen in den Bus, und zwar mit der SB3. Die wird bereitgestellt durch die AVV, ähnlich unserer HCR oder Bogestra. Und dort gibt es ein Abkommen, dass ein deutscher Bus dann durchfährt mit den Tarifen der AVV. Und in dem Fall ist wahrscheinlich das 9-Euro-Ticket gültig. Leider habe ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Ich hatte die mal angeschrieben. Aber sobald ich dann Bescheid weiß in der nächsten Woche, werde ich das in den Kommentaren nochmal niederschreiben. So, das war dann meine kleine Vorstellung von der Fortuna. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch einfach ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall jetzt riesig auf den Saisonbeginn und auf eine geile weitere Bundesliga-Saison. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich beim ersten Testspiel im Wuppertal wieder. Also macht's gut.